So, da sind wir jetzt auch in Train Sim World drin und jetzt werde ich mal die Musik ausmachen. Weil ich den Diesel-Sound hören will. Es ist der gemischte Güterzug. Wir fahren mit einer F7 inklusive Unterstützung. Und den sollten wir erstmal fahren. Ja, wir warten auf einen verspäteten, nach Norden fahrenden Zug, der uns passieren wird. Danach sollen wir Freifahrt haben. Okay. Schauen wir mal. Oh, ist ein bisschen arg laut jetzt. Was haben wir hier? Die F7 Booster-Einheit. Oh, das ist aber wirklich gemischt hier drin. Was machst denn du hier? Und nochmal eine F7 mit einem recht schweren Güterzug. Dann werden wir jetzt mal unsere Lok vorbereiten. Jetzt habe ich nicht zählt. Wie viele sind es? 1, 2, 3, 4. Fahrzeugwahl auf 4. Vorwärts. Richtung hell ein. Hell. An. Okay. Jetzt muss ich mal kurz schauen, ob das hier funktioniert. Okay. Hier setzt das mal alles an. Und dann werden wir jetzt mal versuchen. Bleib stehen. Fängt er mir da schon zum Rollen an? Mein Gashebel funktioniert nicht. Okay, dann muss ich das händisch machen. Auf Fracht. Okay. Geht's jetzt? Maximal 2 Bremsen lösen. Dann hoffe ich, dass ich hier vom Fleck komme. Zwar ohne, dass ich hier durchdrehe. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ist doch auf. Ja, okay. Wie schaut's aus mit den Leistungswerten? Durchgehend auf 825. Da sind wir drunter. 2 Stunden, 8. Ja, das ist alles in einer halben Stunde. 4 Stunden über 9,35. Ja, okay. Das sollte kein Problem werden. Und wir drehen auch nicht durch. Sieht zumindest aus, dass wir nicht durchdrehen. Sehr gut. Was meinst du? Spielen noch ein bisschen lauter oder passt das gerade so? Ich wag's mal, dass ich mal ein bisschen mehr Leistung gebe. Nicht durch. Was kann man eigentlich hier sonst so Schönes machen? Sandstreuer, Fenster. Hat sich jetzt aber vom Ton nicht wirklich was verändert. Passt. Sehr gut. Ja, so wahnsinnig schnell werden wir hier auf der Strecke nicht werden. Vor allem brauchen wir eine halbe Ewigkeit, bis wir dann überhaupt mal auf Geschwindigkeit kommen. Das ist das Hinterste. Oh, der Mannschaftswagen! Und wir sind irgendwo da vorne. Also ist ein recht langer Zug. Die Dinger sind einfach so cool.
Nicht mal irgendwie in den Garten reinstellen und dann irgendwie umbauen. Zu so einem Hobby-Bastel-Ding. Ach ja. So, das letzte Mal noch Schlupf kontrollieren. Kein Schlupf. Schwenk dunkel da. Okay, jetzt sehen wir wenigstens mal ein bisschen mehr. Kann ich das auf der anderen Seite auch noch irgendwie anmachen? Ja, besser. Schade, dass man da nicht reingehen kann. Hier habe ich jetzt auch nichts vergessen. Nö. Gut, hier mal ein bisschen mehr Schmackes. Wollen wir die Musik wieder anmachen? Oder Diesel-Sound als Musik? Ich glaube, ich habe es wirklich geschafft, loszufahren. Ohne, dass ich einen Sound gebraucht habe. Dreht nichts durch. Meilen maximal. Also ich will es jetzt mal ganz kurz zum Durchdrehen bringen, einfach nur zum Schauen, wo die Grenze ist. Okay, hier wird es maximale Leistung. Okay. Keine Funken, kein gar nichts. Ich habe das Szenario nämlich schon mal gespielt. Und als ich da am Anfang zu viel Gas gegeben habe, dann sind die Funken gesprungen. Bin ich fast nicht vom Fleck gekommen. War echt mal Glück heute. Ah. Jetzt habe ich es zumindest gehört. Doch ein bisschen zu viel Schmack ist. Ich glaube, ich mache mal die Musik wieder rein. Aber ich werde sie mal ein bisschen leiser machen. So, ich meine, das passt so. Würde ich ja vermutlich in echt machen, wenn ich jetzt hier den Zug fahre, dass ich mir da irgendwie Musik anmache. Ich bin aber generell so ein Typ, ich brauche irgendwie Hintergrundbeschallung, auch wenn ich unterwegs bin oder im Öffentlichen, entweder Musik oder Video gucken. Das gleiche auch bei der Arbeit. Ich könnte da nicht ohne. Wenn das einmal gewohnt ist. Lichter können wir wieder ausmachen. Ich auch, wobei, ja, die können wir eigentlich anlassen. Schadet ja jetzt nicht. Und der nächste Tunnel, war ja klar. Wo kann ich eigentlich das Sicherheitspedal aktivieren? Das letzte Mal schon gefragt. Übergangsisolierschalter Auto. Ansonsten kann ich ja hier nichts aufmachen, ne?
Wenn jetzt gerade jemand weiß, wie man das Pedal hier unten aktiviert, gern schreiben. Also das ist ja quasi das Äquivalent zur Sife, wenn man so will. Die alten Ami-Looks, die sind schon schön. Vor allem riesig, ich würde die so gerne mal in echt sehen. Schiffe auf Schienen nehmen. Ich vielleicht mal schauen. Die freie Kamera. So. Ein paar Cinematic-Dinger. Es ist ja jetzt für Transient World auch die erste Dampflok angekündigt worden. Auf das freue ich mich echt schon sehr. Also wenn die draußen ist, werde ich das auf alle Fälle mal ausprobieren. Bleib jetzt mal hier stehen, weil ich will wissen, wie lang dieser Konvoi effektiv ist. Ende ist zumindest mal nicht in Sicht. Aber von den Wagen her sind ganz schön wild durchgemischt. Der ist wirklich lang. Okay. Ah, da hinten ist Ende. Da kommt der Mannschaftswagen. Okay, gehen wir wieder nach vorne. Hier ist noch alles okay. Wir müssen nicht am Durchdrehen. Ja, zumindest nicht. Die auch nicht. Gut, spannend. Lass doch mal mit 8 probieren. Wir haben sie drauf reagiert. Wann kommt man denn da über 825 beim Normalbetrieb? Bin ich da voll drin und bin bei 700. Ich hätte sogar eine V-Sleep-Anzeige. Ich gerade. Sollen wir dann bei Bertha Abzweig sind, haben wir vielleicht 25 Meilen pro Stunde erreicht. Beziehungsweise 30 jetzt dann. Ich möchte gar nicht wissen, was die an Diesel schluckt. Ja, Vollgas. Was mir da mal passiert ist, als ich das selber gespielt habe, bin ich mal auf die grandiose Idee gekommen, mal auszusteigen, um nach hinten zu gehen. Das habe ich dann leider da ein bisschen verbockt. Ich bin dann nicht mehr auf die Lok raufgekommen. Und dann ist die halt einfach mal fröhlich ohne mich weitergefahren. Ah ja,
Typisch ich. Nur einen Blödsinn machen. Mensch, stimmt da. Erzähl mal was. Schwank hast du daneben. Warte, da kann ich. Mutter, Startmutter. Ich habe jetzt nichts. Übergangshilfe. Schade, dass man nicht in den Maschinenraum kann. Ah. So sparen sie das immer so oft weg. Okay, wir können fahren. Aber das Ventil. Ah. Ah, ich kann es drücken, aber es ist ja nicht daueraktiv. Ich will mal ganz kurz das Leitwerk ausprobieren. Okay. Moment. Okay, cool. Und weil ich es gerade vorher gesehen habe, am Bahnbetriebswerk in Railroads Online. Ja, so ein kleines Bahnbetriebswerk habe ich ja beim Sägewerk. Eigentlich habe ich mir drei kleinere Depots gebaut, aber kein richtig großes. Das könnte ich vielleicht mal machen, inklusive Drehscheibe und so. Ist nur die Frage, wo ich das dann platziere, ob das Sinn macht. Also rein strategisch macht es ja beim Sägewerk ja Sinn. Da was ich ja jetzt schon hab, weil ich ja da am öftesten durchfahre. Ansonsten eventuell bei der ersten Kreuzung, wenn es dann Richtung Eisenverarbeitung und Ölfeld und so weiter geht, da was zweigleisig gemacht wird, was da macht. Aber jetzt noch Sinn machen. Ja, ich überlege, wie das Aufbau. So 3-4 Lokschuppen vielleicht übereinander. Die dann alle auf so eine Drehscheibe hingehen, damit Besonnungsanlage. Ich glaube, ich würde mir mal so ein paar Betriebswerke anschauen. Also rein nur so vom Plan her. Wie das idealerweise gebaut ist und das dann nachbauen. Genau, ich besetze die Strategie ja gefahren, dass die entsprechenden Loks für die Aufgaben immer bei den Industrien stehen. Oh, pass ich mal kurz durch. Und nicht irgendwie zentral im Bahnbetriebswerk stehen. Also bevor hier das Lämpchen angeht, hört man es auch echt gut am Motor, wenn du hier durchdrehst. Einfach schön. Jetzt will ich mal schauen, ob ich hinten mich da irgendwie reinglitschen kann. Ich kann zumindest die Tür aufmachen. Okay, okay. Cool. Ich glaube, das sollte eigentlich nicht gehen. Aber ich bin hier drin. Haben jetzt sogar einen Ofen. Ein paar Sitze da unten. Ich sehe es nicht so genau. Hier so ein bisschen reinspicken. Die Toilette, die abgesperrt ist. Sehr schlau. Noch mehr Sitzplatzmöglichkeiten. Im schlimmsten Fall kennst du ja auch irgendwie Pen da drin. Kann ich hier die Tür aufmachen? Oh ja, ich kann. Oh, ich kann hier rein. Nice.
Werden wir vorne keinen Lokführer haben. Kann ich hier irgendwas machen? Also wie zum Beispiel Dichter an, aus. Was sehe ich denn hier? Bremsdruck. Bremse jetzt mal ganz kurz. Um zu gucken, ob sich da was verändert. Oh ja, Tatsache. Ja, dann geben wir mal wieder Gas. Das sieht aus wie ein Lichtschalter, aber der macht nichts. Keine Ahnung, was das... Ach, da ist ein Lichtschalter. Geht doch. Okay. Den können wir aber dann machen. Ah, es wird vielleicht ein bisschen mehr Schmackes geben. Ah, und ich soll vielleicht mal nach vorne. Da kommt ein Signal, auf das ich achten soll. Sonst passieren ja wieder Unglücke. Wie immer. Beziehungsweise nie. Das nennen wir jetzt Kunstwerke. Das wäre irgendwie so cool, wenn das TSB VR Support hätte, nativ. Man würde echt gut aussehen. Wenn was ich mit VR schon ein bisschen gespielt habe, ist D-Rail Valley. Das macht schon Spaß. Aber wenn du halt dann einmal da durchgefahren bist, ja, dann hast du es halt gesehen. Ich war jetzt eh aktiv dabei, neue Sachen zu machen. Aber da läuft es halt recht langsam. Es hat ein kleines Team. Die Dampflok ist richtig krass in VR, die zu steuern. Ist gar nicht so einfach. Mal gespannt, was jetzt dann vorne da auf uns zukommt. Ja, das haben sie schon gut gemacht mit der Physik. Zum endlich mal den Editor öffnen für Community-Inhalte. Das wird dem Spiel so gut tun. Gerade wenn man sich die Maps in TS 2022 anschaut. So krass, was die Leute da teilweise hinklatschen. Was sagt denn der Chat? Was ist denn eure absolute Lieblingslok in Train Sim World? Was fahrt ihr am liebsten? Also bei mir sind es die drei Klassiker: die 37, der HSD, die 40. Ja, als. Ja, doch, die da. 40, 37 und HST, die drei. Alles drei englische Diesellokomotiven. Damals ein großer Traum, in einer von den dreien mal drin zu sein und mal fahren zu dürfen. Kunst wird es dann sein, den ganzen Verband hier anzuhalten. Ich
Ich meine, der hat auch noch keine elektrische Bremse. Nee. Ganz klassisch. Warum? Also der HST, einerseits schon wegen der Form und dem Sound, den er hat. Und ich weiß, es ist der schnellste Dieselzug. Oder ja, der ganze, ja, der schnellste Dieselzug auf der Welt. Die Class 47 ist so ebenfalls wegen dem Sound und der Optik. Und mir gefällt der Führerstand sehr gut. Und die Class 40 ist irgendwie so logisch, weil die fast ident zur Class 47 ist. Schaut auch optisch fast ident aus. Hat aber noch ein bisschen mehr Schmackes. Sind einfach Dieselmonster. In Deutschland ein Äquivalent dazu wäre die Ludmilla. Die finde ich auch noch geil. Ich glaube, ich weiß noch mein Favorit bei den deutschen Loks, die Ludmilla. Ansonsten Taos, ja, fahre ich doch auch immer wieder gern. Und bei der ÖBB die 1040. Ist da vorne jetzt der Zwischenhalt oder schon das Komplettende? Bin mir nicht mehr sicher. Was so witzig ist, es gibt eine Variante vom HST, der in Australien fährt. Heißt ein bisschen anders und hat ein bisschen weniger Leistung. Aber sieht fast gleich aus. Ja, ich glaube, wir müssen hier beim Yard dann anhalten. Wenn man den amerikanischen Looks, ich finde die meisten echt langweilig. Also ich meine, das ist halt so ein Einheitsdesign. Das ist okay. Die ganz neuen, die finde ich echt nicht interessant. Aber so die F7, F9, die mit diesem schönen runden Design, sieht einfach schön aus. Und ansonsten halt die Dampfloks, wie die Empire Builder oder die Big Boy. Aber die Big Boy mal in echt sehen. Das wäre was. Ein Monstrum von Dampflok. Gott sei Dank fährt er jetzt auch wieder eine. War doch eine interessante Geschichte von Union Pacific, dass sie fürs Jubiläum eine abgestellte Museumslok wieder aufgearbeitet haben. Ein bisschen zu langsam hier. Ah, Ausweichgleis. Kommt uns da was entgegen? Wenn man es jetzt mal gegenteilig macht, absolut schlimmste Zug ist diese Lokomotive. Da fällt mir jetzt gerade irgendwie die Hamsterbacke ein. Sieht überhaupt nicht schön aus. Oh, und da mache ich mir jetzt vielleicht Feinde. Die Vectron. Ich weiß, die wird gefeiert und es ist eine super tolle Universallokomotive. Aber die sieht rein optisch vom Design her nicht schön aus, finde ich. Brauche ich auch einen Simulator nicht. Nicht mein Ding.
einfach dagegen fahren. Was bist denn du für einer? Steht doch voll aufs Chaos. Ich sehe gerade, ich soll vielleicht mal den Live-Chat anpassen. Live-Chat. Live-Chat. So. Keiner sagt was. 0,7 Meilen. Jetzt kann es ja echt nicht mehr weit sein. Ich hoffe, ich verbremse mich nicht. So, lassen wir mal rollen. Man merkt schon, von hinten wird ein bisschen gedrückt. Ah ja, ich bin eigentlich ganz guter Dinge, dass wir das jetzt hier schaffen. Und wir haben die leichte Steigung, also waren wir sowieso langsamer. Blöde bei so einem langen Güterzug ist, dass die Aufladung echt lange dauert. Ah, ich weiß, wo das ist. Das ist jetzt gerade nach dem Tunnel mit dem Anhalten. Da hat es eine Kreuzung. So, da sind wir, ja. Oh, wird das jetzt fast perfekt hier? Ja, krass. Cool. Gehen wir mal raus. Ach, dieser Sound, ey. Schon sexy. Okay. Da sollte uns dann gleich mal ein Zug entgegenkommen. Was haben wir eigentlich hier? Aktiv, gar nichts. Okay. Oder kommt der von da? Hey, da ist er ja. Was passiert, wenn ich mich eigentlich da drauf stelle? Drückt er mich dann einfach weg? Wie der Typ heißt, keine Ahnung. Ich staufe jetzt einfach bei Alfred. Moin. Ich mache das nur aus Neugierde, um zu schauen, was passiert. Okay. Ist ja spannend. Kann ich mich da irgendwie raufquetschen? Auf bei so einer Leiter? Nein. Nein, scheiße, ich steck fest. Nein. Nein, lass mich raus. Lass mich raus, lass mich raus, lass mich raus. Nein. Fuck. Nein, scheiße. Oh, scheiße. Das ist jetzt nicht wahr. fuck. Scheiße. Ich würde sagen, wir fahren erstmal mit einem anderen Zug weiter. Und ich mal hier rüber. Ich will doch.
Ich stecke im Wagen fest. Nee. So ein Scheiß. Alter, ich hab's verbuchst. Okay. Shit. Kann ich dich irgendwie entkuppeln, damit du stehen bleibst? Keine Chance, ich drück grad, was ich will. Ach komm, lass mich mal abkuppeln hier. Lass mich raus. Oder bleib wenigstens stehen. Ah, ich konnte ein bisschen weiter nach hinten. Aber er lässt mich halt echt nicht raus. Ach, so ein Scheiß. Fuck. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir mal wieder ins Hauptmenü. Weil ich komme hier nicht mehr raus. Der bleibt hier nicht stehen. Also es sieht nicht so aus, als ob er stehen bleiben würde. Oder? Nee. Okay. Scheiße. Also. ich sollte das Rumspielen echt mal lassen. Naja, dafür habe ich es aber angehalten.